Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der anderen Ticket und heute habe ich das Spiel Battle Knight Cyberpunk Idol RPG. Ich starte das Spiel mal voll mit rein. Musik ist an. Ach ja, ich muss hier auch gleich die Musik ausschalten, weil sonst kriege ich wieder eine Warnung wegen Urheberrechte und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal. Was? Warum kriege ich denn das jetzt? Ach nee. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Jetzt ist mein alter Account gelöscht worden. Ah, da muss ich mal kurz Musik rausmachen, weil jetzt komme ich im Menü nicht rein. Okay, und weiter geht's. So ein Mist. Ja, da mache ich jetzt wohl anscheinend gar nichts. Ich werde jetzt wird das Tutorial durchspielen müssen. Warum haben die meinen Account gelöscht? Ich war auch schon so weit gewesen. Ich verstehe das nicht. Bei manchen Spielen habe ich manchmal das Problem, wie bei denen jetzt auch, wenn ich das Spiel wieder starten möchte, ist der Account weg. Ich habe gerade das Tutorial durchgespielt, weil ich muss das irgendwie mal durchspielen, bevor ich hier oben zum Konto hinkomme, weil ich kann nichts anderes drücken. Das ist immer ein bisschen doof. Ja. Passiert halt bei manchen Spielen. Bei Battle Knight anscheinend auch. Obwohl ich bislang da noch nie Probleme hatte. Aber ich habe es jetzt auch schon, wirklich gesagt, schon sehr lange nicht mehr gespielt. Das kam bei mir schon sehr lange nicht mehr hier drin vor. Und ja. Das ist halt jetzt wieder der Fall gewesen. Ich denke mal, wenn man zu lange inaktiv ist, werden sie die Accounts immer löschen, damit man da Platz für neue Spieler schafft. Und ja, das kenne ich ja von anderen Spielen auch. Dass man die alten inaktiven Accounts löscht. Das Tutorial dauert so ungefähr 8 Minuten. Dann habe ich mein Ticket schon, weil ich habe es gerade ja schon mal durchgespielt, das Tutorial. Bin halt selber schuld, ne? Ich spiele das Spiel nicht so oft. Also ich finde es eigentlich ganz gut, mir gefällt das Spiel. Aber ich habe so viele Spiele, die ich gut finde und die kann ich nicht alle spielen. Dann will meine Frau mich umbringen. Okay, ich denke mal, hier ist, war gerade auf meinem Zeiger den Sanduhr gewesen. Ich denke mal, das heißt, ich habe die 10 Minuten jetzt schon rum. Und gleich ist auch das Tutorial schon vorbei.
Was ich auch immer gern mag, ist hier, wenn so seine Leute aufstellen kann und dann halt verbessern kann. Das finde ich immer cool bei solchen Spielen. Ja, damit ist das Tutorial jetzt schon vorbei. Ich werde nochmal hier. Ich werde nochmal gucken. Konto. Ich bin drinne. So ein Mist. Das werde ich dann auch nochmal machen. Das habe ich ja jetzt auch drauf. Das mache ich dann nachher alles. Ärgerlich. Ich bin aber noch auf meinen alten Server. Also hat mich wieder auf den Server 88 gesetzt. Da, wo ich auch gespielt hatte. Nur mein Account gibt es nicht mehr. Und ich war schon so weit. Da habe ich noch was. Da noch was. Erster Tag. Ja. Und deswegen ist es auch immer ein Grund, warum ich nicht so gerne Geld in Spiele investiere. Weil wenn ich das länger nicht spiele, so wie jetzt das Spiel, ich glaube, ich habe es jetzt halbes Jahr nicht gespielt, sage ich jetzt, ich weiß es nicht, gefühlt ein halbes Jahr habe ich das nicht gespielt, und wenn ich jetzt da Geld investiert hätte und ich komme wieder, möchte das weiterspielen, ist alles weg. Das ist so ärgerlich. Gibst du noch meinen Namen? Der ist bestimmt noch vergeben. Oh, was, ich glaube, bei dem war es sowieso egal, ne? Red Dog heiße ich jetzt, super. Gut, dann will ich mal sagen, das war's für heute schon. Mein Ticket habe ich schon ganz schnell runter. Und ich werde jetzt mein Ticket holen. Aber Musik wieder an. Okay, so kann ich es nicht beenden. Dann schließe ich das halt so. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.